Herzlich willkommen zu einem Testvideo bei Fidelity. Mein Name ist Hajo, neben mir Dimi, die altgewohnte Mannschaft sozusagen heute am Start. Wir haben was ganz Tolles vor, finde ich. Und zwar wollen wir heute ganz gern die Referenzserie, in dem Falle die Referenz 5 und die Referenz 8 von Kanton einmal uns anhören. Gegeneinander testen ist immer ein bisschen schwierig, sowas zu sagen. Wir wollen sie einfach mal den Unterschied nochmal versuchen rauszuhören, wo die Unterschiede liegen. Die Serie, ganz allgemein gesagt, besteht aus 6 Standlautsprechern und einem Regallautsprecher. Heißen praktisch Referenz 1, 2, 3, 5, 7, 8. Dann kommt der Regallautsprecher, Referenz 9. Es gibt noch einen Subwoofer, der heißt 50 und ein Center auch ebenfalls 50. Damit ist die Serie ja auch komplett. Das heißt also, der Gedanke von Kanton ist natürlich hier, dass wir oder dass man auch ein Dolby Surround Set praktisch, Dolby Digital Set draus machen kann. Was in dem Fall besonders spannend natürlich ist, das wird schon High-End-Kino, muss man wirklich schon sagen. Wir haben die Lautsprecher so noch gar nicht großartig gehört. Wir sind also heute selbst gespannt. Ich kenne Kanton natürlich seit ungefähr 28, fast 30 Jahre schon. Für mich war Kanton vielleicht vorweggenommen immer jemand, der sehr brillant in den Höhen war, sehr analytisch. Deswegen bin ich heute sehr gespannt, wie ich das heute empfinde. Ich habe Kanton etwas länger nicht mehr gehört. Warum auch immer das so passiert ist, aber Tatsache ist, dass es so ist. Und deswegen freue ich mich besonders heute darauf, dass wir Kanton jetzt hier haben und das uns mal anhören können. Womit hören wir? Ihr seht im Hintergrund Technics-Geräte. Auch hier wirklich was sehr, sehr Feines, muss man sagen. Es ist zum einen der SLG 700. Das ist ein Multiformat-Player, CD-Player. Der kann also auch SACD abspielen, nicht nur CD. Liegt preislich bei 2.500 Euro. Wir haben den SUG 700 hinten noch mit am Start als Vollverstärker. Liegt preislich bei 2.000 Euro. Ich sage mal circa, weil momentan mit der Mehrwertsteuer es immer ein bisschen weniger ist. Wir geben die an euch weiter, die Mehrwertsteuer, die Senkung von 19 auf 16%. Also ist ein bisschen weniger dementsprechend. Wir haben hinten stehen eben die Referenz 5. Das ist die holzfarbene Box und die weiße Box ist die Referenz 8. Preislich auch hier gehen los bei 4.000 Euro und momentan ein bisschen günstiger die Referenz 8 und die 5 geht los bei 7.000. In unserem Fall hinten glaube ich 7.6, weil die etwas teurer ist in der Holzausführung. Womit haben wir es verkabelt? Wir haben Rocket 33 dran von Audio Quest und wir haben ein Red River Chinch-Kabel dran. Und genau, so hören wir erstmal im Gesamten. Wir haben uns vorhin das überlegt, also Kanton hat ja denn auch, das nennt sich sogar Referenzcheck, das wird Lukas nochmal einblenden gleich. Und zwar, das geht wirklich um die Box, um die Serie Referenz. Dafür gibt es tatsächlich eben eine CD und die gibt es auch als Schallplatte. Habt ihr schon in einem Video vorher schon mal reinhören können. Wir haben uns gedacht, wir werden das heute weiterführen erstmal. Wir wollen hiermit gerne testen. Haben uns praktisch 2 und 2 Lieder ausgesucht. In dem Fall würde ich gleich beginnen dementsprechend. Du hörst nachher auf. Und ja, vom Prinzip habe ich was vergessen. Fällt dir noch was ein irgendwie? Wir machen das im Prinzip heute so, dass wir mit der Referenz 8 anfangen, richtig? Ja, korrekt. Und spielen dann 1,5 Minuten und wechseln, also wir stöpseln um, dann genau. Tatsächlich um. Ja. Also wir haben jetzt hier keinen AB-Vergleich wie sonst. Genau. Also gibt uns da ein bisschen Zeit zwischendurch. Genau. Und dann können wir auch direkt starten. Also ich würde ganz gerne starten mit Tony Bennett, Dancing in the Dark. Vielleicht ganz kurz zu Tony Bennett was gesagt. Der ist Baujahr 26, lebt noch und sensationell. Der ist Jazz-Sänger aus der USA, hat zum Beispiel 2015 noch mit Lady Gaga auf der Bühne gestanden. Könnt ihr euch mal ausrechnen, er war 89, glaube ich. Also hammermäßig, das ist so der Johannes Heesters der Jazz-Szene. Und macht bis heute, eigentlich ist aktiv bis heute und heißt eigentlich Anthony Dominic Benedetto. Heißt er eigentlich, nannte sich aber dann Ermann Tony Bennett. Hat, glaube ich, 19 Grammys gekriegt. Also ist super erfolgreich in den USA. Freue ich mich drauf. Der Titel heißt Dancing in the Dark. Viel Spaß. War jetzt Titel 9, oder? Ja, Titel 9. Bist du direkt drauf? Müsstest du schon, du brauchst nur Play drücken. Bist direkt drauf. Erster Eindruck, super. Wirklich, wirklich toll. Klingt warm, klingt toll. Der Hochtonbereich, aus meiner Erinnerung heraus, war damals, wie gesagt,
analytisch, um das vorsichtig auszudrücken. Man könnte auch sagen scharf. Wer das mag, wer diese Präzision mag, das ist natürlich optimal. In dem Fall haben die den, würde ich sagen, Kanton hat das etwas entschärft, was ich vorteilhaft finde, weil das jetzt wärmer klingt für mich. Kam super rüber, schon bei der ersten, gleich der erste Takt schon. Es war warm, du warst in der Musik drin, die Musik war räumlich, extrem räumlich, muss man ganz ehrlich sagen. Du konntest ganz klar sehen, ich weiß nicht, ob es ein Xylophon oder Vibraphon ist, ich muss gestehen, ich weiß es jetzt nicht, aber du hast den Schlagzeuger klar gesehen, wo er steht oder wo er sitzt, besser gesagt, den Kontrabassisten im Hintergrund. Du hast Tony Bennett klar in der Mitte gehört, dass er da auch wirklich stand auf der Bühne. Also jedes Instrument klar für sich ortbar, sehr klar ortbar. Ja. Ganz spannend, hatten wir uns eben so zugeraunt, war der Unterschied allerdings von der größeren zur kleineren, von der Fünfer zur Achter ist natürlich, du hast mehr Volumen, das merkst du total. Die Stimme, die Instrumente sind voller, die sind noch mehr da einfach, wobei das aber bei der Fünfer, bitte Preisunterschied, 4 zu 7 ist ein erheblicher Preisunterschied. Da kriegst du fast die Geräte schon für, da zusätzlich noch. Muss man sagen, da muss natürlich auch ein Unterschied da sein, ist aber auch klar hörbar der Unterschied. Aber in der Klangfarbe, also das heißt, wie die Boxen in sich klingen sozusagen, also die Wärme, waren sie gleich, für meinen Geschmack. Nur vom Bass her natürlich, besonders beim Kontrabassisten hat man es gehört, war ein bisschen mehr Volumen hinter. Ich fand es toll, muss ich sagen. Ich finde auch die Lautsprecher richtig, richtig schön, hat mir wirklich gefallen. Das Bühnenspiel fand ich auch richtig gut. Ja, Frage-Antwort, ne? Genau. Ja, das war cool. Auch das Xylophon, glaube ich, war das. Habe ich auch links gehört, dann zwischendurch die Hörner auch links. Dann habe ich noch ein bisschen Trompeten später rechts gehört. Richtig schön. Ich finde, es hat bei beiden Lautsprechern an nichts gefehlt. Ich habe das auch so gehört wie du, dass natürlich die größere Box etwas mehr Volumen hat. Das Kontrabass habe ich auch etwas stärker empfunden. Aber bei der Referenz 8 hat mir trotzdem nichts gefehlt. Ich fand den Lautsprecher richtig schön. Ja. Der Raum ist vielleicht auch recht gut, den wir hier haben. Ich denke, hier ist das Thema, welche Box nehme ich, was für einen Raum habe ich. Gibt mein Raum das her, dass ich eben den größeren Lautsprecher nehme und so weiter. Wir haben ja noch, die Serie hat ja noch größere Lautsprecher. Und ich denke, das ist dann der Faktor, weil die Klangfarbe, das war absolut identisch. Ich finde jetzt nicht persönlich, es ist auch eine Budgetfrage, ich fand die Referenz 8 richtig cool. Ja, fand ich auch. Es wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt an der Stelle sagen würde, ich muss unbedingt die 5 nehmen. Ich weiß genau, aber was du meinst. Aber der Raum... Ein viel größerer Raum würde es vielleicht erfordern. Ja. So würde ich das ausdrücken. Ja, so kann man es sehen. Ja, ne? Aber dieser Raum nicht. Ich fand die. Also, wir hören so in 30 Quadratmeter ungefähr, dass ihr wisst, wie groß der Raum hier ist praktisch. Und das wird komplett erfüllt von beiden. Ja. Also ganz, ganz 100%. Sehr authentisch auch, fand ich richtig gut. Du hast noch einen Titel, wollen wir das so machen? Ja, können wir das erst machen. In dem Fall will ich gar nicht großartig was darüber sagen, das kennt ihr alle. In dem Fall ist es wieder von Antonio Vivaldi, The Four Seasons, die vier Jahreszeiten. Wir befinden uns im Sommer und Gott sei Dank ist das hier auch drauf. Wir hören also Summer wollen da mal reinhören. Das ist in dem Fall noch ganz spannend, weil wir auch höhere Töne wieder hören. Und da bin ich nochmal gespannt. Jetzt war es ja auch Jazzmusik, die ist ohnehin in sich natürlich warm und weich und ganz harmonisch. Mhm. Bei Vivaldi, denke ich mal, werden wir ein paar mehr Höhen haben. Und da bin ich gespannt, ob das so bleibt. Wie gesagt, lass uns reinhören. Ja. Du wolltest gar nicht aufhören, ne? Nee, muss ich wirklich sagen. Also das war ganz beeindruckend. Und zwar... Ihr müsst euch vorstellen, dass der Sommer jetzt in dem Fall, das sind ja viele Streicher, ganz, ganz viele Streicher. Es sind Geigen, es sind Bratschen, Celli. Und was übrigens dazwischen war, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, ist, ich hoffe, das sage ich jetzt falsch, ein Spinett. Das ist eine Art Klavier vom 18. Jahrhundert, wie auch immer. Das hat sehr feine Töne. Und das hört man eigentlich nur ganz schwer. Hier hat man es ganz deutlich gehört. Bei beiden Boxen übrigens ganz deutlich. Und was hier wirklich rauskam, da kann ich mich gar nicht genug drüber oder kann mich gar nicht drüber beruhigen. Es war fast ein Dolby-Digital-Effekt. Was passierte nämlich? Als die Geigen den Ton anfingen, übernahmen ja praktisch im Kreis, also die sitzen eigentlich gar nicht im Kreis, die sitzen eigentlich dann eher der eine rechts, der andere links, praktisch die Celli den Ton, die Geigen fingen wieder an und das ging so rum. Das ging ununterbrochen so rum. Das war super. Das haben beide ganz toll gemacht, ganz, ganz toll gemacht. Die Räumlichkeit dargestellt. Du warst im Konzert, du warst in einem großen Raum, nicht 30 Quadratmeter. Du warst in der Musik richtig gefangen, also positiv gemeint, ganz, also total in der Musik. Ist auch meine Musik, muss ich sagen, deswegen finde ich es natürlich auch besonders schön. Top,
Da kann ich nur Daumen nach oben, das meine ich wirklich, Daumen nach oben für beide Lautsprecher. Wir haben nur die beiden gehört. Jetzt bin ich mehr als gespannt, tatsächlich auf die großen auch mal, auch auf die Regallautsprecher. Und letzter Satz, dann höre ich auch auf. Jetzt schon mal angekündigt, ich würde sehr gerne mal, dass wir die weißen, die, das sind jetzt die Achter, testen mal gegen die 702 Bowers & Wilkins, gegen Gold 200 von Monitor Audio. Da müssen die ran, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Hammer. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Elysian können wir auch nochmal dazu nehmen. Einfach so in der 4.000 starke Euro. Starke Konkurrenz auf jeden Fall. Sind alles sehr, sehr starke Lautsprecher. Absolut. 4.000 Euro Klasse mal besetzen. Und wird sagen, nicht komm, leicht. Nee. Und dann machen wir die gleiche Musik auch. Wir nehmen genau die CD wieder. Wir machen genau das Gleiche und testen die mal nebeneinander. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich fand auch, ich hatte dasselbe Gefühl wie bei dem ersten Stück. Total harmonisch, richtig angenehm. Hat mir super gefallen. Ich habe tatsächlich, so bin ich eigentlich immer, ich versuche auch mal rauszufinden, was gefällt mir jetzt da nicht. Ich habe absolut nichts gefunden, was mir da irgendwie anstößt, dass ich irgendwie im Hochtonbereich irgendwas scharf finde oder was mir nicht gefällt. Ich habe nichts gefunden, absolut nichts. Was mir aber besonders jetzt nochmal aufgefallen ist, eigentlich auch beim ersten Stück, ich war mir da nur noch nicht sicher und jetzt hat sich das nochmal bestätigt, die größere Box, die hat noch ein bisschen mehr Räumlichkeit. Und ich habe versucht, jetzt nochmal nachzudenken, woran kann das liegen. Es kann eigentlich nicht unbedingt an die größeren Membranen liegen, weil da kommt eher das Volumen her. Die Anordnung der Hochtöne aber, das mag jetzt vielleicht kleinlich klingen, aber die ist etwas versetzt, etwas höher. Und dieses kleine Detail kann dazu führen, dass das Klangbild etwas anders ist. In dem Fall habe ich das so empfunden, dass das Klangbild breiter ist. Und das ist vielleicht eine etwas schlauere Anordnung des Hochtöners, wenn man jetzt bedenkt, Canton will ja auch, deswegen haben sie auch so viele Standlautsprecher gebracht, damit man immer irgendwie einen Schritt nach vorne geht. Und da haben sie es wahrscheinlich nochmal richtiger gemacht, dass der Hochtöner etwas höher ist. Es ist eine Theorie, ist jetzt nicht so, dass es so ist, aber definitiv, das Klangbild war breiter bei dem größeren Lautsprecher. Klar. 100 Pro. Ja, dann bin ich du jetzt dran. Ne? Genau. So. Ich habe aus der CD Justin Coughlin entnommen. Der Titel heißt Exodus. Fand ich richtig cool, kannte ich vorher nicht. Habe jetzt nochmal bei Google schnell reingeschaut. Das ist ein amerikanischer Jazzpianist, unter anderem auch Composer und Producer. Also sehr breit unterwegs, kann viel anscheinend. Und es geht los mit Piano. Ich habe erst gedacht, es wird ein langsames Pianostück, aber danach merkt man auch, dass das ein Jazz-Pianist ist. Also cool. Ticken später. Sehr cool. So, geht los. Total groovig, total warm. Also vor allem groovig, als der Bass und das Schlagzeug einsetzen. Das macht richtig Spaß. Man will da sich mitbewegen, mitwippen. Ich fand auch, dass die Instrumente, sowohl das Schlagzeug als auch das Klavier recht authentisch klangen. Das kannst du vielleicht noch besser mit dem Klavier definitiv beurteilen. Kann jetzt vermeiden. Das war jetzt so der Eindruck. Und halt zum Unterschied nochmal, der größere Lautsprecher hat basstechnisch halt noch mehr drauf. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, also fällt mir auch auf. Räumlichkeit wieder super, keine zwei Meinungen, super, bei beiden Boxen toll. Jetzt hau ich mal einen raus. Mhm. Ich glaube, dass der Schlagzeuger Linkshänder ist. Das wirklich ohne Witz, das meine ich überhaupt nicht ganz frech. Das würde ich gerne noch mal rausgeben, ob das so ist. Und warum ist das so? Der sitzt eigentlich hinter dem Flügel praktisch. Der sitzt hinter dem Pianisten. Und das Becken schlägt er so an, dass ich es so geordnet habe, dass er mit links praktisch anschlägt. Ein Rechtshänder würde es so machen. Und das haben wir total gehört. Den Aufbau habe ich, behaupte ich frech, habe ich tatsächlich gehört. Ich hoffe, dass es stimmt nachher und ich mir das nicht eingebildet habe. Aber ich hatte mal einen Kunden, der tatsächlich sagte, ist ewig her, hatte ich auch, glaube ich, mal erwähnt, wir testen was und hat aber selbst CDs mitgebracht. Und so, hören Sie das? Und ich so, ja was, ich höre den Schlagzeuger. Nee, das meine ich nicht. Der ist Linkshänder. So, das können Sie doch nicht hören. Doch, sagt er, der war allerdings selbst Schlagzeuger. Und doch, der ist Linkshänder. Und das, wenn Sie es genau mal hören, dann ist das Schlagzeug ja verkehrt herum aufgebaut. Also verkehrt nicht, es ist für einen Linkshänder aufgebaut praktisch. Ich behaupte, der hier ist Linkshänder. Und wenn das stimmt, dann ist die Räumlichkeit extrem mega gut, muss ich sagen. Also, ich war begeistert, bei beiden Boxen wieder. Klar, das Bessere ist des guten Feind, das wissen wir. Und nochmal, fair bleiben, 3.000 Euro Unterschied, sind 3.000 Euro. Ist klar. Und dafür muss ich sagen, macht die für 3.000 Euro weniger, die Achter, super toll das Ganze. Ja, also super, super. Einen hast du noch, glaube ich, ne? Einen habe ich noch. Ein Ass im Ärmel. Von wem ist das eigentlich? Sag mal, in Akustik, ne? Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Also diese CD ist unter dem Label, also praktisch in Akustik erschienen. Die ist auch käuflich erwerblich. Warum sagen wir das? Die Aufnahme ist Hammer. Mhm. Das möchten wir wirklich nochmal sagen. Wir haben die erst vor kurzem bekommen überhaupt. Die gibt es als Schallplatte, gibt es als CD. Die könnt ihr tatsächlich käuflich erwerben. Ja, so wie alle Artikel, die wir in der Beschreibung mit auflisten, werden wir die CD auch mit auflisten. Dass ganz ihr genau. Link klickt. Ist eine wirklich, wirklich tolle Aufnahme. Die Musik ist querbeet, das kriegt ihr mit. Ihr habt die ja schon mal benutzt als Schallplatte jetzt vor kurzem beim Video. Da habt ihr die Schallplatte benutzt, andere Titel genommen. Miles Davis ist da drauf und einige andere. Nur mal kurz nebenbei erwähnt dementsprechend. So, zweiter Titel von mir. Trente Møller, The Forest. Kommt aus Dänemark, die Musik. Ist elektronische Musik, Downtempo, etwas Lo-Fi von der Abmischung, Hi-Fi aber vom Klang. Ich bin gespannt. Nicht schlecht. Richtig cool. Mhm. Also nochmal zur CD, die ist echt super abgemischt. Die kann man sich echt mal gönnen. Das ist echt ein Highlight. Absolut. Und die Boxen bringen das auch super cool rüber. Die Effekte, und davon lebt ja dieses Stück, die kommen richtig cool rüber. Also auch das Zusammenspiel mit dem, also dieses Bühnenspiel, dass mal links, mal rechts was kommt. Du wirst von dem Sound umgeben. Das müssen aber die Lautsprecher auch erstmal hinkriegen. Mhm. Das kommt auch nochmal dazu. Das eine ist die Abmischung, das andere ist, dass die Lautsprecher das abbilden können. Ja. Zwischendurch, ich weiß nicht, ab welcher Sekunde geschätzt, vielleicht ab Sekunde 40, kommt dann noch irgendwie eine Stimme. Ganz, ganz leise. Ganz leise. Und die kommt irgendwie so, irgendwie habe ich die hier oben gehört und ich habe kurz überlegt, will Lukas uns gerade was sagen, der hinter uns war. Was dafür spricht, nochmal, also wenn ich das jetzt mit den Effekten überdenke, also erstmal im Stereobetrieb Musik extra klasse, aber im Heimkinobetrieb könnte das auch nochmal zugutekommen, das mit den Effekten. Also mit dem Center, die rückwärtigen Lautsprecher, Effekte bringt Kanton auch richtig, richtig cool rüber. Brauchst du ein bisschen Platz für natürlich, hast du recht. Aber wer das stellen kann, Hammerkino, da vermisst du nichts. Also da brauchst du auch nicht zwingend neuen Lautsprecher oder irgendwas. Da reichen wahrscheinlich ein Set von 5.1, vielleicht nochmal Atmos oder sowas. Aber das war's auch schon, dann habt ihr ein Mega-Set. Ja. Aber Stereo ist ja das Thema. Und der Bass, wie gesagt, war auch schon bei der 8er klasse. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich sagte eben leise zu Dimi, hat man vielleicht gehört. Ich habe das selten wie hier gerade erlebt, und zwar, dass einen der Bass wirklich umgibt. Der ummantelt einen, ich habe das so ummantelt genannt. Mhm. Der umgibt einen richtig. Also Wahnsinn, der ganze Raum war Bass. Aber nicht, dass ihr denkt so, oh ja, das ist ja like manche Amerikaner, die es vielleicht gibt, die auch sehr bassig sind, ohne da Magen zu nennen aber oder Namen zu nennen. Nein, nicht so. Nicht unpräzise, nicht so nervig, nicht wabbernd, gar nicht. Einfach nur umgeben. Das war Hammer. Mhm. Also ein tolles Stück auch, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, das Stück. Ich mache mal mein Resümee vorab. Du machst ja das Outro gleich. Ich bin begeistert. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Ich kann wirklich nur noch mal sagen, Daumen hoch, eine für die Fünfer, eine für die Achter. Das war Hammer. Es hat so viel Spaß gemacht, die Boxen zu hören. Ich finde es gut, dass wir die noch nicht gegen etwas getestet haben. Da bin ich, aber das holen wir nach. Das ist fest versprochen. Das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf auf den Test, muss ich sagen. Wir werden, wie gesagt, dieselben Lieder wieder nehmen. Ich finde die CD toll. Ich würde das gern mit den gleichen Liedern nochmal machen praktisch, wie die anderen sich schlagen. Da bin ich sehr gespannt. Das hier hat mir sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass wir die Serie jetzt auch bei uns im Shop haben. Also nicht shoppen im Internet, da müssen auch noch zu gesagt werden, wir vertreiben die nicht im Netz, ihr seht die bei uns, aber ohne Warenkorb. Kanton möchte das so, das respektieren wir selbstverständlich, ganz im Gegenteil, wir finden es sogar nicht recht gut. Ihr sollt angehalten sein, wenn ihr zum Beispiel jetzt in Kiel, Hannover, Bremen, Flensburg seid, dann könntet ihr uns anfahren, so weit weg sind wir da gar nicht. Hamburg natürlich logischerweise sowieso, so weit weg sind wir nicht und es soll praktisch eigentlich der Händler vor Ort, ihr könnt ja auch in Köln, in München oder sonst wo das Video gucken, dass gesagt wird, wer hat die in meiner Nähe, da fahre ich jetzt mal hin. Das so soll es auch gedacht sein. Wir drehen das Video für uns hier in Schleswig-Holstein, Hamburg praktisch, und müsst ihr euch das vorstellen. Und das ist der Gedanke von Kanton, den wir auf jeden Fall mittragen. Das finden wir auch gar nicht so schlecht. Das heißt also, ihr seht die bei uns, aber ihr könnt sie eigentlich bei uns im Shop nicht kaufen, sondern ihr könnt euch nur informieren und dann bei euch vor Ort praktisch dementsprechend. Genau, oder halt eben telefonisch letztendlich. Das auch. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt, bitte auf jeden Fall, genau, weil es ist auch ein beratungsintensives Produkt. Ja. Man muss auch auf jeden Fall mal darüber sprechen, das ist echt kein Mitnahmeartikel, den man einfach mal anklickt. Nein, das nicht. Wobei, wie gesagt, wir hatten vor kurzem einen Kunden, der eine Michi sich gegönnt hat, der ist aus Stuttgart gekommen.
Süddeutschland? Nee, aus Trier. Trier ist er. Also wirklich, mit dem Wagen hier angereist, hatte ich auch schon mal erwähnt, das fand ich sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, weil er sagte, ich möchte nicht, dass das geschickt wird, das ist was so Tolles, das hole ich ab. Und mir hat das gefallen bei euch. Also das könnt ihr selbstverständlich machen. Ihr könnt uns aus München besuchen. Also das, dann können wir euch die auch natürlich verkaufen. Also wir wollten das nur einmal erwähnen. Warum? Also wundert euch bitte nicht im Netz, warum das so ist. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann bitte auch eine Mail schicken natürlich. Das können wir alles beantworten. Seid, ne? Das ist also, ja, logischerweise. Ja, das ja, war also von mir. Mein Fazit, ich denke, ihr habt das rausgehört bei uns beiden, dass wir völlig begeistert sind. Mehr braucht man, denke ich, dazu nicht sagen. An der Stelle würde ich vielleicht nochmal einen Gruß an Sona rausgeben. Vielen Dank auch. Unbedingt. Das ist der Außendienst für Canton. Distribution. Also Distribution, ist ja, genau. Genau. Und es ist so, wir sind letztendlich schon sehr lange bei Canton gelistet, haben aber aktiv jetzt nie so, so richtig viel, was gemacht. Genau. Und Sona war immer schon seit einigen Jahren schon recht penetrant, muss man sagen. Und das, positiv gemeint. Positiv gemeint. Immer mal wieder hier und hat uns was gezeigt und nochmal gut zugesprochen letztendlich für Canton. Und jetzt haben wir mal den Schritt gewagt und ich muss sagen, ich bin positiv beeindruckt davon. Ja. Vielen Dank an der Stelle. Dann schließe ich mal ab. Ne? Ja, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Bitte kommentiert, uns würde auch total interessieren, was ihr davon haltet, wie euer erster Eindruck war. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert dazu auch. Wir bemühen uns wirklich alles schnellstens zu beantworten. Besucht uns auch auf Facebook oder Instagram und lasst einen Daumen oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.